Na, ihr Rallies, moin moin und willkommen zurück zu The Legend of Zelda Oracle of Seasons. Jawollo, wir haben beim letzten Mal, für alle, die sich nicht mehr erinnern, den Stab der Jahreszeiten bekommen, beziehungsweise den Stab der Jirsts, wie es hier drin steht, und können damit nun die Jahreszeit, die wir gerade in der aktuellen Gegend haben, in den Winter verwandeln. Ist das nicht genial? Jawohl, das ist genial, denn damit haben wir es jetzt geschafft, diesen kleinen See hier zu unserer Linken einzufrieren und ihn damit zu überqueren. Denn unser armer Udo kann ja leider noch nicht schwimmen, aber übers Eis latschen, das kann der Udo. So, damit haben wir jetzt unerreichte Orte, also beziehungsweise ungeahnte Orte erreicht, die wir vorher nicht erreichen konnten, namentlich das Wintergehölz. Schauen wir mal, was uns hier erwartet. Angeblich soll ja hier irgendwo eine Essenz der Natur liegen. Zumindest hatte der Makubaum zuletzt von einem Gehölz gesprochen. Ich glaube, man kann sogar sich nochmal die letzte Nachricht abspielen lassen hier, oder? Benutze den Stab der Jahreszeiten im östlichen Gehölz. Ganz genau. Also jetzt sind wir im östlichen Gehölz. Wir haben den Stab der Jahreszeiten benutzt. Eine Essenz der Natur ist jetzt noch nicht dabei rausgesprungen, aber wird ja vielleicht noch passieren. So, ich laufe jetzt einfach mal den Weg hier ab, was man so findet. Ah, hier ist ein Herzteil. Das sollte man sich mal merken. Aber momentan kommen wir da nicht ran, weil wir weder diesen Fels hochheben können, noch schwimmen. Aber gut, wir wissen Bescheid. In Zukunft, hier ist ein Herzteil. Platt machen, diese Morlins. Ah, hier können wir wieder ein bisschen was abfackeln. Ich habe ein bisschen Sorge, dass der nächste alte Mann, den wir treffen, uns einfach das Geld abnehmen wird, wieder, was wir jetzt von zwei alten Männern bekommen haben. Schauen wir mal, ist da einer drin? Jawohl, da ist er. Na, 50-50? Ich weiß gar nicht, wie das ausgewählt wird, ob die prädefiniert sind, ob das danach sich richtet, wie viel Geld man selber hat. Egal, schauen wir mal. Hi! Ich danke dir, dass du für eine neue Tür aufkommst. Ja, Mist. Aber der hat nur 50 abgezogen. Es ist immer noch, insgesamt sind wir immer noch gut dabei davongekommen. Also, die anderen Kollegen haben mir 100 gegeben. Er hat jetzt 50 Rubine abgegriffen. Ist natürlich eine Frechheit, aber unterm Strich sind wir damit, glaube ich, finanziell doch noch in einer ganz akzeptablen Lage. So, ah ja, hier ist jetzt wieder ein neues Jahreszeitenareal. Hier ist Sommer, nicht Winter. Was ist hier? Wer wohnt hier? Wartungsarbeiten erforderlich. Schornsteinfeger gesucht. Ja, okay. Können wir einfach deine Tür abfackeln? Das geht nicht. Na gut. Okay, die Tür ist leider zu. Also gut, jemand muss den Schornstein sauber machen. Merken wir uns mal. Wir könnten theoretisch hier wieder den Winter herbeirufen. Können wir später mal machen. Was ist hier in der Höhle? Gucken wir erstmal das. Aha. Wasserfälle im Norden, die entspringen der versunkenen Stadt. Ja gut, den Wasserfall sehe ich, die versunkene Stadt noch nicht. Okay, hier scheint man auch nicht sprengen zu können. In diesen Gameboy-Zeldas war es ja noch so, dass man mit dem Schwert gegen die Wand schlagen kann. Ihr erinnert euch vielleicht, in Link's Awakening war das auch schon so, dass man damit herausfinden konnte, ob eine Wand sich sprengen lässt oder nicht. Und die sah so ein bisschen danach aus, aber nee, leider scheint das nicht der Fall zu sein. Gucken wir erstmal trotzdem weiter, bevor wir jetzt hier wieder die Jahreszeit wechseln, was wir sonst noch so entdecken können. Mag ja sein, dass hier tatsächlich irgendwas halbwegs Interessantes noch zu entdecken ist, nicht wahr? Zack. So, da ist eine Höhle. Und jede Menge Gras in der Höhle. Da freut man sich, wenn man so in eine Höhle geht und erstmal alles wegschnipseln kann. Aber vor allen Dingen ist hier eine Truhe mit 30 Rubinen, feine Sache. Naja, also ich bin jetzt ja nicht anspruchsvoll. Von daher ist das eine feine Sache, aber die alten Säcke haben mir 100 gegeben, der gibt nur 30. Das ist schon nochmal ein Unterschied. Ah, hier sieht man übrigens, was der... Ey, der hat mich... Boxt der mich da einfach wieder rein, Frechheit. Hier sieht man den Unterschied übrigens. Der Boomerang in diesen Oracle-Teilen, wobei ich bin mir gerade gar nicht sicher, wie das in Oracle of Ages ist. Ich meine, da gibt es auch einen, aber für den Fall, dass ich mich jetzt irre, steinigt mich nicht, wir werden Oracle of Ages auch nochmal irgendwann spielen. Ist deutlich genervt worden, verglichen mit dem... Ach guck mal, das sieht doch schon nach einem Dungeon aus hier. Das könnte doch Eingang zum nächsten Dungeon sein, schauen wir mal. Genau, also ihr erinnert euch vielleicht, in Zelda Link's Awakening hatten wir uns ja auch den Boomerang geholt. Und ja, da war halt nicht so viel... also, beziehungsweise da war nicht so viel, was besser war. Das war einfach der beste Gegenstand des Spiels, weil der die Gegner komplett zerlegt hat. Wohingegen hier macht der Boomerang ein bisschen weniger, der lässt die Gegner nur kurz einfrieren. Also ist ein Stun-Mechanismus, aber leider kein sinnvolles Ding, um damit die Gegner
umzubringen. Macht ja nichts. Ja, ich weiß, ihr wollt jetzt, dass ich da oben den Winter mache, aber ich will erstmal noch kurz mich im Westen des östlichen Gehölzes umsehen, damit wir alles mal gesehen haben, was es gibt. Aber keine Sorge, wir kommen da schon noch bald hin. So ist es doch. Genau, von hier links kamen wir nämlich, genau. Und mal sehen, was wir dort, was uns dort erwartet. Ach Mann, immer laufe ich in den Rhein, weil ich denke, ich wäre schneller. Hier waren wir noch nicht, genau. Was ist? Hau mal ab, hier links. Ach, guck mal, eine Feenquelle. Moin, einmal Beschwerden lindern, dankeschön. Einmal die Beschwerden lindern und dann ist gut. Sehr gut, die Beschwerden sind gelindert. Okay, hier ist nur eigentlich gar nichts. Also hier ist wieder der Zugang, ne? Ja, hier sieht man übrigens noch eine Eigenschaft vom Winter. Wenn Winter ist, ist dieser Baum natürlich ohne Blätter. Und dann kommt man da offensichtlich besser durch. Na gut, das heißt also, jetzt kämen wir nicht mehr zurück, theoretisch, aber... Ah, Achtung, der Raubschleim. Der Raubschleim will mir ans Leder. Und dann haben wir das auch erledigt, sehr gut. Okay, ja, dann heißt es, wir haben jetzt im Prinzip einmal kurz die Erkundung gemacht und können jetzt mit dem Stab der Jahreszeiten hier den Winter herbeirufen und gucken, was sich dann hier so tut. Vielleicht, hoffentlich, kommen wir irgendwie weiter, weil andere Möglichkeiten haben wir im Moment nicht. Ach, da ist die schon wieder, die alte Hexe. Immer auf solchen Bildschirmen, wo man gar nichts mit ihr anfangen kann. Ah, da ist, den Ring kriege ich aber diesmal. Mein ganzer Kram ist runtergefallen. Ich werde einfach dein Zeugs mitnehmen. Das hast du davon, eine Martha zu verärgern. Ja, ich nehme einfach nur das Geld. Bomben und Rubine sind nicht so wichtig. Na, auf du, das merke ich mir. Fantastisch, diesmal haben wir den Ring bekommen, nämlich den sie fallen lässt. Haha, den müssen wir dann irgendwann mal schätzen lassen, aber das machen wir jetzt natürlich nicht. Jetzt sind wir gerade so weit weg vom Horondorf. Jetzt kümmern wir uns erst einmal darum, hier den zweiten Dungeon endlich mal zu erreichen. Jawohl, ja. Aber die kommt jetzt relativ oft, die Hexe. Ich weiß gar nicht, wie das genau gezählt wird. Ich glaube, da gibt es auch so einen internen Zähler danach, wie viele Gegner man besiegt hat oder sowas. Und dann sieht man mal, wie das ist. Genau, okay, hier ist jetzt so viel Schnee geschneit worden, dass wir einfach von oben in den Schornstein reinspringen können. Und das passt ja, weil ein Schornsteinfeger hat die gute Frau ja gesucht. Hallöchen! Oh, du hast mich ganz schön erschreckt! Plötzlich wird's Winter und dann rauschst du auch noch den Schornstein herunter. Hey, du bist ja gar kein echter Kaminkehrer. Dann nimm diese Schaufel und schaff bitte den Schnee vom Gehsteig. Du darfst die Schaufel behalten. Na toll, jetzt dürfen wir Schnee schippen. Schönen Dank. Kannst du meinen Gehsteig räumen? Tja, das war ja immer ganz cool. Also, beziehungsweise ganz cool. Schnee schippen ist natürlich überhaupt nicht cool, sondern eine echt anstrengende und nervige Sache. Ich wollte da nicht wieder rein. Ich muss echt überlegen, ob ich auf die Tastatur wechsle. Schnee schippen ist ja echt eine ganz nervige und anstrengende Sache. Und naja, in meiner alten Wohnung, wo ich jetzt, also ich bin dieses Jahr ja umgezogen, Anfang des Jahres, oder Mitte des Jahres besser gesagt, und in meiner alten Wohnung gab es Kehrwoche, beziehungsweise Winterdienst. Und, naja, also das ist natürlich eigentlich blöd, weil das heißt, wenn du Winterdienst hast, dann, oder Schneedienst haben wir es glaube ich genannt, aber ist ja auch wurscht, dann, und es schneit, musst du den Schnee schippen. Und witzigerweise hatten wir da offensichtlich einen uns gut gesonnenen Petrus, denn es hat tatsächlich immer, wenn wir Winterdienst hatten, nicht geschneit. Das war ziemlich gut. So, was haben wir hier? Du erhältst Arcanum-Kerne. Ihre Wirkung ist geheimnisvoll. Teste sie an vielen Dingen. Öffne deinen Saatbeutel, um sie einzusetzen. Machen wir. Hallo? Vergiss nicht, mir Arcanum-Kerne zu geben. Nein. Machen wir nicht. Also, diesen Eulenstatuen können wir mit Arcanum-Kernen bestreuen und dann gibt sie uns eine Message. Genau. So, was können wir denn jetzt noch erzählen? Also, eigentlich wollte ich gerade, die Schneedienstgeschichte habe ich erzählt. Ich wollte nochmal kurz darauf betonen, dass das hier echt ziemlich gutes Spieldesign ist, meiner Meinung nach. Denn wir sind ja jetzt hier im Herbst, wären hier aber normalerweise, bevor wir diese Schaufel haben, nicht hingekommen. Jetzt ist es aber überhaupt kein Problem mehr, dass wir hier Herbst haben. Wir sind hier halt nur nicht hingekommen im Herbst, weil oben und, also einmal hier der Baum zu war, das zugemacht hat, weil hier links der See war und weil unten eben auch dieser Baum zu war, wenn man das mal so nennen möchte, dass der Baum zu ist. Das heißt, jetzt aber, wo wir die Schaufel haben, ist es eigentlich wurscht. Also jetzt können wir uns hier im Herbst, Winter, na gut, im Herbst und Winter bisher da lang bewegen. Also wirklich eine hübsche Art und Weise, wie das hier zusammengeschustert wurde. Gefällt mir wirklich sehr gut. So, was haben wir hier? Erstmal ein Gegner. Da oben ist wieder ein Baumstumpf. Mal gucken, ob wir hier Winter wollen.
Ah, wahrscheinlich wären wir hier gerade rausgekommen. Okay. Gut, hier ist der Eingang zum Dungeon. Ich würde sagen, wir gehen mal noch kurz auf den Baumstumpf und gucken, ob wir, wenn wir hier Winter haben, in diese Höhle da unten rein können. Aber ich nehme an, dass es jetzt gar nicht so wichtig ist. Aber probieren geht über studieren. Jawohl, wir kommen da rein. Ach, hier, guckt mal, das ist auch wieder was. Im Sommer ist die Ranke gewachsen, im Winter ist natürlich die Ranke nicht gewachsen, sondern ist tot. Dann kommen wir da nicht mehr hoch. Also ist es wirklich... Ich finde, dieses Jahreszeitenthema ist in diesem Spiel wirklich super cool umgesetzt worden. Da haben sie sich wirklich was dabei gedacht. Es ist eine tolle Mechanik und sie macht wirklich Freude, muss ich sagen. Also ist wirklich, was das betrifft, echt ein sehr schönes Spiel. Und ein Spiel, das auch meiner Meinung nach zu wenig gewürdigt wurde. Beide Zelda-Oracle-Teile eigentlich. Wäre doch mal ein Kandidat, wenn man jetzt sagt, man hat jetzt ja vor kurzem dieses Zelda Link's Awakening Remake für die Switch gemacht, ob man da nicht auch mal die Oracle-Teile neu auflegen will. Aber ob das kommt, wir werden sehen. Wäre auf jeden Fall was, was mir sicherlich, oder was die Spiele sicherlich verdient hätten. Sie sind irgendwie ein bisschen untergegangen. Sie sind sogar so sehr untergegangen. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist oder vielleicht, ob ich da auch einen Fehler mache, aber normalerweise kann man ja auf YouTube, wenn man Let's Play hochlädt, unten eingeben, zu welchem Spiel das gehört mittlerweile. Also das ging vor ein paar Jahren noch nicht, aber jetzt habe ich das für mich auch gemerkt, dass das eben geht. Und da kann man dann das Spiel eingeben, dann steht eben unter dem Video drunter, das Spiel, das gerade gespielt wird, ist bla, ist Minecraft, ist Zelda, was auch immer. Aber Zelda Oracle of Seasons ist nicht in dem internen Katalog drin. Deswegen kann ich das nicht eingeben. Also vielleicht erkennt es der Algorithmus trotzdem irgendwie, aber Zelda Oracle of Seasons ist das einzige Zelda, das nicht drin ist. Witzig. So, Level 2, die Schlangengrube. Das klingt ja schon mal nicht so, als würde man hier gerne sein wollen. Aber wir sind hier, in der Schlangengrube. Machen wir erstmal Licht. Im zweiten Dungeon. Ja, wir haben ja noch einige Minuten in diesem Part. Da kommen wir nach oben. Da können wir uns doch mal in der Schlangengrube ein wenig umsehen. Das sind aber keine Schlangen. Oh, die Dinger schießen. Aber ich erinnere mich noch ein bisschen an den Dungeon. Ich glaube, Schlangen kommen hier schon noch genug. Und die Musik ist auch wieder super. Also generell diese Musik in den Gameboy-Zeldas, die ist wirklich toll. Gerade noch darüber beschwert, dass zu wenig Schlangen da sind. Da sind sie schon. Ich meine, ich muss natürlich zugeben, ich bin auch ein bisschen verklärt, wenn ich mir diese Spiele hier anschaue. Direkt den Kompass gekrallt, fantastisch. Gucken wir mal auf die Karte. Okay, gut, hier gibt es halt ein paar Truhen. Der Kompass ist eh so ein Item, wo ich sage, das ist jetzt nicht so super wichtig. Nee, ich bin natürlich ein bisschen nostalgisch verklärt, weil ich diese Gameboy-Zeldas am Anfang nur kannte. Die habe ich halt als kleines Kind schon gespielt, vor allen Dingen Link's Awakening, aber auch dann später Oracle of Ages und nochmal ein bisschen später Oracle of Seasons. Und natürlich hatte ich damit jede Menge Spaß. Von daher, ich bin sehr begeistert von den Spielen und von allem, was diese Spiele so haben. Aber ich kann auch verstehen, wenn es Leute, die das jetzt erst heute für sich entdecken oder heute mal so testen, wenn die sagen, das ist ja alles ein bisschen altbacken. Kann ja durchaus sein. Aber so geht's mir dann zum Beispiel mit Zelda Ocarina of Time und Majora's Mask. Ich hatte kein Nintendo 64 und habe die Spiele erst deutlich später gespielt, irgendwann so um 2010 rum, als ich schon zum Beispiel Zelda Twilight Princess gespielt hatte. Und ich fand Ocarina of Time vor allen Dingen macht heute nicht mehr so viel Spaß. Also es, glaube ich, lebt, glaube ich, sehr stark davon, dass man das damals gespielt hat. So wie diese Game Boy Zeldas vielleicht auch. So, hier geht's weiter. Oh, wow, 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 wow. Leute, Obacht. Diese Todesflitschen hier, oder Klingenflitzer, wie sie, glaube ich, heißen, mit denen haben sie ja auch richtig Spaß in diesem Spiel hier. Die hatten wir ja schon im ersten Dungeon. Da haben die mich ja sogar einmal das Leben gekostet. Und hier sind es jetzt nochmal ungleich größere Varianten davon. Okay, hier ist schon einiges in diesem Dungeon. Ich habe jetzt einfach mal irgendeinen Weg eingeschlagen, aber wir sollten nicht vergessen, uns später auch mal die anderen Richtungen anzusehen. Aua. Denn wir haben auf jeden Fall noch zwei, drei Wege jetzt nicht eingeschlagen unterwegs. Ah, guck mal, diese 2D-Passagen, die es in Link's Awakening zum ersten Mal gab. Also, wenn man jetzt mal von Zelda 2 absieht, die sind hier auch wieder drin. Sehr cool. Kommen wir hier durch? Oder bringen die uns um? Ah, jetzt waren die Fledermäuse da am Nerven. Ah ne, wir kommen hier genau durch. Die sind ja relativ unfähig, diese vier kleinen Stöpsel da. Diese vier Swamps oder Thwimpies oder wie man sie nennen möchte. Uff, das ist zu schwer. Na gut. Toll. Einmal schön ins Dead End manövriert haben wir uns hier. Da müssen wir wieder zurück.
Hoffentlich ist es hier ein bisschen möglicher zurückzukommen als im ersten Dungeon, wenn man da diesen einen Weg ohne Schlüssel einschlägt, wo ich ja dann auch direkt gestorben bin. Ja, aber bis jetzt sieht das ganz machbar aus. Okay, aber ich liebe das ja auch, wenn es in Dungeons erstmal viele Wege gibt und man sich merken muss, wo lang es geht. Also wenn die Dungeons zu linear aufgebaut sind, das hab ich nicht so gerne. Genau, aber ich finde eigentlich diese Gameboy-Zeldas haben alle tolle Dungeons. Ich finde die eigentlich in allen Belangen ziemlich toll. Das habe ich, glaube ich, jetzt schon mehrfach betont. Unten kommen wir auch noch nicht weiter. Und würde mich eben auch freuen, wenn es irgendwelche coolen Hacks oder so dazu gibt. Da vielleicht auch mal eine Frage an euch, vielleicht wisst ihr das, ja? Ob es da irgendwie eine Hacker-Szene, also Hacker-Szene, das klingt jetzt so düster und so kriminell. Nein, ich meine halt so, wie es SMW-Hacks gibt, gibt es ja mit Sicherheit auch Zelda Link's Awakening oder Zelda Oracle's Hacks. Ob es da welche gibt, die sich da wirklich lohnen, sich die mal anzuschauen. Ich glaube, die Szene ist da nicht so groß wie bei SMW. Achso, ich wollte mal kurz was prüfen. Hier zeigt der eindeutig einen Pfeil nach links, dass man hier wahrscheinlich sprengen muss. Aber ich will jetzt mal gucken, ob hier auch das die Tonkulisse sich ändert, wenn man dagegen schlägt. Ja, hat man gehört? Eindeutig ist das mit dem Schwert zu identifizieren. Also gehen wir mal hier rein. Ach du Schande, hier ist ja jede Menge Geld. Das nehmen wir mal alles mit. Ich glaube, man musste die, aber vielleicht irre ich mich da auch, man musste die möglichst alle hintereinander einsammeln, weil wenn man die nur einzeln einsammelt... Ah nee, gar nicht wahr. Das war nur so ein urbaner Mythos dann damals. Ich glaube, irgendwo... Vielleicht gab es das in irgendeinem Spiel oder auch nicht. Aber wir hatten immer davon gesprochen, man muss die versuchen, möglichst in einer Linie einzusammeln, denn wenn man eine Pause zwischen denen hat, sind sie weniger wert. Das war zumindest bei mir damals im Freundeskreis, bei denen, die das Spiel auch hatten, so die Behauptung. Aber ich glaube, das ist Quatsch. Keine Ahnung. So, ich würde sagen, da der Part schon wieder sich dem Ende nähern muss, es gibt noch einen Weg hier ganz unten. Ich glaube, der führt nicht zu super viel. Der ist nämlich links vom Eingang gewesen. Oder? Oder war er rechts vom Eingang? Hier? Ne, das hatten wir. Ich glaube, es gab doch links noch einen Weg, oder? Übersehe ich gerade was? Genau, den hier links. Hier links, also links vor rechts. So, hier lang. Den können wir mal noch ganz kurz ausprobieren. Mal schauen, was wir hier entdecken. Und alles, was hinter der Tür ist, die wir dann mit dem Schlüssel öffnen müssen, gucken wir uns einfach im nächsten Part an. Dann haben wir doch wieder eine schöne kleine Grenze für diesen Part. Wow. 5 Rubine. Schönen Dank auch. Hat sich jetzt nicht gelohnt. Und hier scheint ein Schlüssel zu sein. Den holen wir uns dann auch noch. Guck, wir hätten auch, wenn wir so rumgegangen wären, den Dungeon in einer ganz anderen Reihenfolge machen können. Sowas finde ich halt immer wieder schön. Wir hätten diesen Schlüssel bekommen, anstatt den Schlüssel, den wir jetzt als ersten bekommen haben. Damit dann schon die Tür aufmachen können und uns all diesen ganzen Teil mit den Klingenflitzern da, mit diesen riesengroßen Klingenflitzern, erst viel später ansehen können. Aber wir haben es eben so gemacht. Und sowas mag ich, wenn es verschiedene Wege gibt. Sowas mag ich wirklich gerne. So, okay, aber ich gehe jetzt nur noch mal kurz hoch zu dieser Tür. Da sind wir an der Tür. Und dann würde ich sagen, wenn es euch heute gefallen hat, wenn es euch diese Woche vor allen Dingen auch gefallen hat, denn diese Woche ist ja schon wieder vorbei, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir noch einen netten Kommentar da lasst oder auch eine positive Bewertung. Ich habe das jetzt vor, das ungefähr so zu handhaben in den nächsten Wochen, wenn ich es denn schaffe, wie diese Woche, also dass etwa 4 Parts pro Woche kommen von diesem Projekt. Auf diese Weise kann ich von jedem meiner 3 Projekte, die ich gerade laufen habe, 4 Parts pro Woche bringen, ohne dass gleich ich in super viel Stress gerate. Und so hat jeder, glaube ich, was. Die Leute, die das Projekt jetzt gerne gucken, haben das dann regelmäßig. Die Leute, die über Minecraft gucken, haben Minecraft. Auf diese Weise ist, glaube ich, für Abwechslung gesorgt. Was meint ihr? Ihr könnt es mir ja gerne mal schreiben. Ansonsten würde ich mich auch über anderweitige nette Kommentare freuen. Und euch ein schönes Wochenende wünschen. Ich bin für heute raus. In diesem Sinne, macht's gut und bis dahin, euer Scully der Rally. Moin!